Hallöchen, was geht Leute? Mein Name lautet Danny Burnage. Willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal zu noch mehr Advanced Warfare Gameplay. Das Gameplay wurde mir von Emcore zur Verfügung gestellt, also vielen Dank an Emcore. Emcore ist auch ein Call of Duty YouTuber, checkt ihn mal in der Beschreibung aus. Er hat noch mehr Call of Duty Advanced Warfare Gameplay, also wenn ihr noch mehr sehen wollt, einfach Link in der Beschreibung. Außerdem macht er noch andere weitere Call of Duty Gameplays und ist ein ziemlicher Pro, aber er ist auch Asiate, also das kann man danach vollziehen. Ja, noch mehr Call of Duty Advanced Warfare Gameplay, worüber ich ziemlich froh bin, denn ich will mich auch irgendwie selber überzeugen. Heute würde ich gerne zum einen über die Waffe reden, von der ich nicht den Namen weiß, um ehrlich zu sein, aber das Iron Visier, das Iron Sign, also das normale Visier, das Standard Visier, sagen wir mal so, erinnert mich so von der Galil so ein bisschen aus Black Ops 1 und ich muss sagen, es gefällt mir ziemlich gut. Und ja, er wird immer ab und zu mal andere Waffen aufheben, so ein bisschen zur Abwechslung, finde ich aber auch ganz cool. Vor allem, was ich auch sagen muss, hört euch mal den Sound von Call of Duty Advanced Warfare an. Ich habe das Gefühl, hier hört man jede Scheiße, was nicht unbedingt allzu positiv ist, muss ich sagen. Wenn man wirklich alles hört, dann kann man sich vielleicht nicht auf die Schritte fokussieren. Dazu muss ich allerdings sagen, ich denke, das wird hier dann auch nicht mehr der Fall sein, muss ich sagen. Dass man sich so sehr auf die Schritte fokussieren wird, denn... Ach, Leute, ganz ehrlich, wenn man immer rumhüpft, dann hört man hier sowieso nichts. Dann kann man vielleicht den Sound hören, wie man... Also, ich meine, dieses Exoskelett oder wie das Ding heißt, was man auf dem Rücken hat, womit man zwei Sprünge absolvieren kann. Kann man vielleicht das hören oder die Schüsse oder das Nachladen. Aber so wirklich Sound hören kann man dann wohl nicht mehr, weil... Die meiste Zeit wird man da wahrscheinlich eh in der Luft verbringen. Und wenn man in der Luft ist, berührt man den Boden nicht. Das bedeutet, dass man keine Schritte hört. Wer hätte das gedacht? Danny Logik. Nee. Deswegen denke ich quasi, dass Soundhorn nicht mehr so ganz möglich sein wird. Was ich sehr schade finde. Allerdings habe ich auch gehört, es wird noch einen Modus geben, der ist dazu da, um... nicht fliegen zu können. Also ohne Exoskelett, da kann man nicht fliegen. Was auch ziemlich gut ist für die Leute, die keine Lust drauf haben. Beziehungsweise für Trickshotter, sage ich mal. Weil, ganz ehrlich, Leute... Trickshotter haben wirklich hier eine sehr große Schwierigkeit. Wenn sie Trickshotten wollen, werden sie wahrscheinlich wohl... Ja, lieber in den anderen Spielmodus gehen, wo es diese Exoskelette nicht gibt, wo man nicht rumhüpfen kann, denn es gibt auch schon Spielmodus, wie eben schon erwähnt, wo man einfach nur ganz normal Call of Duty zockt, ohne rumhüpfen, was ziemlich cool ist, weil ich bin mir sicher, dass es vielen Leuten wahrscheinlich auch gar nicht gefallen wird, dass man so rumhüpfen kann, deswegen, genau. Ich muss auch sagen, zu Snipern, ich persönlich bin alles andere als ein Sniper-Fan, aber ja, nun... Es ist halt nun mal so, dass es am Anfang mit einem Bug begonnen hat. Quickscopen war ja eigentlich nur ein Bug am Anfang. Und jetzt mittlerweile sind die Sniper schon ein Teil dieser Call of Duty Gemeinschaft. So ist es halt nun mal. Außerdem gibt es auch so hobbymäßige Trickshotter, die ja sehr, sehr gerne Trickshotten. Und naja gut. Ich habe noch mehr Gameplay, also für mehr abonnieren nicht vergessen. Bewerten mit dem Daumen nach oben und kommentieren, was ihr zu diesem Gameplay sagt. Und Link in der Beschreibung zu GameKey for Me für günstige Spiele-Keys. Und das ist auch die Abschlusskamera. Man muss berücksichtigen, alles ist noch in der Beta. Und das ist dann, ja, auch wie gesagt, in der Beta kann man eigentlich noch nicht viel dazu viel sagen, ganz ehrlich, weil in der Beta, ne? Genau. So, vielen Dank fürs Zuschauen. Bewerten, kommentieren. Ich werde dich im nächsten Video wiedersehen. Ciao, ciao!